Johannes 15, Vers 16. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, damit ihr hingeht und Frucht bringt und die Frucht bleibt. Und damit alles, worum ihr den Vater in meinem Namen bittet, er euch gebe. Wenn wir betet für Freunde von uns, wo Jesus noch nicht kennen, wenn wir realisieren, dass wir als Christen gesandt sind in die Welt, dass wir beauftragt sind, verbunden sind mit anderen, dann kann der Vers eine grosse Zusage sein für unser Leben. Weil erstens mal sagt Jesus, nicht wir haben Gott gewählt, sondern er hat uns erwählt. Es ist nicht wir, die irgendwo uns entscheiden müssen, jetzt mache ich das, jetzt muss ich ein guter Christ sein, jetzt muss ich mit den Leuten unterwegs sein, sondern nein, Gott hat sich schon lange für dich entschieden. Und er hat dich auserwählt, dass du Frucht bringst. Und warum ist das gut? Warum gibt uns das Hoffnung? Weil Gott hat es bestimmt. Es ist nicht unsere Anstrengung, die, die Frucht bringt, und zwar eine Frucht, die bleibt, sondern es ist die Auserwählung, die Gott auf dein Leben gelegt hat. Wir dürfen wissen, wir sind von Gott auserwählt, zum Frucht zu bringen. Und das, was wir dürfen und sollen, ist entdecken, wie geschieht das? Was hat Gott in uns hineingelegt? An Früchte, an Begabungen, um eben genau können, mit Menschen verbunden zu sein, um können Menschen mit seinem in einer guten Botschaft erreichen. Und so motiviere ich uns, in dieser Woche zu beten. Beten für unsere Freunde, die Jesus noch nicht kennen. Beten, dass sie dürfen von uns mit Gott in Verbindung gebracht werden. Dass wir dürfen eine Plattform sein, wo Gottes Liebe darf zu ihnen kommen. Weil Jesus sagt, und das ist mind-blowing, er sagt, warum ihr den Vater in meinem Namen bittet, das wird er euch geben. Und so lade ich uns ein, beten wir, dass er uns unsere Freunde gibt. Nicht für uns, sondern für ihn, damit sie verbunden werden mit ihm.